Hallihallo allerseits. Heute zeige ich euch, wie wir mit der Power von Capture One und von Affinity Photo ein vertrocknetes Blatt ganz toll fotomergen mit der Fotostacking-Funktion, die in Affinity Photo vorhanden ist. Affinity Photo hat hier eine super tolle Funktion, die heißt Focus Merge, aber zuerst bearbeiten wir mal das vertrocknete Blatt. Ich habe das hier irgendwo in so einen Karton reingeklemmt. Der Hintergrund war irgendwas Graues auf dem Fußboden bei mir zu Hause. Das Blatt wurde mir durch die Balkontür vor die Füße sozusagen getragen. Und ich habe hier schon mal alles dementsprechend vorbereitet und dann mit meiner Fuji X-T3 und dem Fujinon. Na, wo sind wir denn? Und dem Fujinon XF 80 mm Makroobjektiv, das hat eine 1 zu 1 Darstellungsleistung. Da mal ein Stacking auf dem Stativ durchlaufen lassen. Und die Bilder, die ich benutzen werde, sind 43 Stück daraus. Als allererstes bearbeiten wir jetzt mal die Farben. Dann nehme ich mir, damit ich das ein bisschen besser sehe, irgendwo aus der Mitte was raus. Ja, da sind wir schon ein bisschen zu weit. Na, wo sind wir denn? Ich würde mal sagen, hier, da haben wir einen guten Schnitt. So wie ich das mache, das sind halt meine Präferenzen. Und ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Das hier sind einfach nur ein paar Vorschläge. Also als allererstes mal, weil ich nachher dann im Affinity Photo schärfen werde, nehme ich hier mal das Sharpening ganz raus. Das kommt dann nachher. Dann als nächstes die Noise Reduction lasse ich auf den Standardwerten, weil ich konnte hier mit ISO 160, weil es auf dem Stativ war, fotografieren. Das heißt, das ist 160 ist das Base ISO von der X-T3. Und das heißt, ich habe da so oder so kein Rauschen drin und das können wir dann auch noch mit Affinity Photo rausmachen. Affinity Photo hat ein super Denoising Tool, also das funktioniert da echt gut. Ja, also, was machen wir jetzt hier? Ich möchte natürlich dieses grüne Blatt jetzt hier hinter diesem grauen Hintergrund ein bisschen rauspoppen und ihr seht hier oben links beim Histogramm, dass das Ganze eigentlich schon, sagen wir, ganz gut belichtet ist. Und was wir jetzt erst machen, wir bringen da erstmal so ein bisschen richtig tollen Kontrast rein. Das machen wir hier nicht, aber nicht mit dem Kontrastslider, sondern wir schauen erstmal, wie wir das herbringen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Brightness ein bisschen raufziehe. Upsi, ein bisschen zu viel. Dann, wenn ich hier die Shadows etwas runterbringe, durch das wird mir der Hintergrund automatisch dunkler. Dann kann ich hier auch noch die Blacks zurücknehmen. Ihr seht es schon, das Blatt selber bleibt fast gleich hell. Das Einzige, was ich mache, ich stretche oben. Auf das gucke ich einfach jetzt hier. Das Histogramm möglichst in die Breite, damit ich da möglichst viel Kontrast reinbringe. So, was haben wir denn noch Schönes? Dann können wir hier mal noch ein bisschen mit Belichtung ein ganz klein bisschen runtergehen. Dafür machen wir den Kontrast noch rauf und jetzt fängt es schon mal ganz schön an rauszupoppen. Die Belichtung nehme ich jetzt doch wieder etwas rauf. Nochmal hier den Kontrast noch ein bisschen rein. Ja, das wird mir jetzt etwas zu hell. Upsi. Das wird mir jetzt hier etwas zu hell. Lassen wir mal den Kontrast hier. Nehmen wir den noch ein bisschen mehr rein. Dann nehmen wir noch die Highlights zurück, damit ich die Struktur besser sehe. Dann bringen wir noch ein bisschen mit der Curve nochmal einen extra Kontrast rein. Das heißt, ich ziehe das hier ein bisschen nach oben. Das sind einfach so, ja, wie soll ich sagen, so Erfahrungswerte, die du mit der Zeit bekommst. Und jetzt wird das Ganze schon ganz schön knackig, obwohl ja das Teil im Prinzip ein super vertrocknetes Blatt war.
nichts anderes. Hier oben im Histogramm, hier sehe ich, habe ich total ausgewaschene dunkle Stellen oder total ausgewaschene helle Stellen. Ich könnte das auch noch hier mit diesem Ausrufezeichen mit der Exposure Warning einschalten. Also ich mache das jetzt mal ein bisschen total übertrieben hier, damit ihr seht, was da passiert. Also ihr seht schon, Fujifilm hat einen guten Dynamikbereich. Ich musste hier echt ganz brutal raufziehen, bis sich hier so diese roten Linien sich herauskristallisieren, was mir ausgeblasene Bereiche anzeigt oder wenigstens mal in einem Farbbereich ausgeblasene Bereiche anzeigt. Selbiges wäre eigentlich auch mit den Schatten. Das ist aber allerdings so, dass das bei Capture One normalerweise in den Preferences und Exposure separat eingeschalten werden muss. Also hier Enable Shadow Warning, das ist sogar an und standardmäßig ist das hier irgendwie so auf 1 und hier auf, keine Ahnung, 253. Und das setzt sich ganz klar auf 0 und 255, weil ich möchte den ganzen Bereich benutzen. Und habe gerade gemerkt, ich kriege das gar nicht her, weil da offensichtlich doch so viel Information vorhanden ist, ja, dass ich da jetzt durch das, dass ich jetzt die Belichtung noch zurückziehe, habe ich jetzt gerade per Zufall entdeckt, einen tollen Effekt reinkriege, dass ich den Hintergrund fast ganz dunkel bringe. Dann ziehe ich mir hier noch ein bisschen die Schatten wieder hoch. Die Blacks lassen wir unten. Und die Highlights lassen wir auch unten. Ja, jetzt sieht doch das, würde ich mal sagen, schon ganz gut aus. Also mir persönlich gefällt es. Kroppen machen wir am Schluss. Markiere mir alle Bilder, die ich ausgewählt habe. Und kann hier über dieses Symbol, das ist standardmäßig nicht hier in der Tool-Leiste, im Toolbar. Das kannst du dir, wenn du mit der rechten Maustaste auf die Tool-Leiste klickst, kannst du dir das reinziehen und zwar mit Copy and Apply und dann hast du das hier wunderschön drin. Das passt jetzt mir sowieso hier gar nicht und ich versetze jetzt das hierher. So, gefällt mir jetzt schon besser. Und es ist so, wenn du normalerweise, also es zeigt dir ja an, Copy Adjustments from Primary Variants and Apply to All Selected Variants. Wenn ich jetzt hier einfach draufklicke, dann kriege ich eine Auswahl, was ich alles kopieren will. Klicke jetzt mal hier Cancel, weil ich aber weiß, dass ich alle Einstellungen kopieren will. Kann ich hergehen und klicke mit der gedrückten Shift-Taste hier drauf und schon zack überträgt es mir automatisch die ganzen Einstellungen. Zum Exportieren nehme ich jetzt hier eines meiner sRGB-Versionen und gucke jetzt mal, wie das hier gesetzt ist. Wenn ihr da euch ein spezielles machen möchtet, wo wirklich nur für so ein Stacking ist, da könnt ihr hergehen und hier oben zum Beispiel sagen Duplicate Recipe. Dann schalte ich mal das hier aus, das ich mir aufsparen will. Gehe hier auf das Selektierte und damit es hier nicht so ein Durcheinander gibt, kann ich sagen Show Enabled Only. Dann sehe ich nur das, was ich aktuell bearbeiten will. Und benenne das jetzt mal um nach zum Beispiel sRGB JPEGs für Focus Merging. Und damit ich weiß, dass die in dem gleichen Folder sind wie das RAW-File. Und der Folder heißt hier, wenn du einen Capture One Katalog verwendest, ist das einfach der entsprechende Image Folder. Und darum nenne ich das jetzt hier einfach Image Folder, dann weiß ich auch, wo das abgelegt wird. So, dann muss ich das jetzt auch noch richtig bestimmen. File, dann der Root-Folder soll sein der Image-Folder, also da, wo das RAW-File liegt. Einen Subname mache ich jetzt hier nicht, weil ich weiß, ich habe da keine anderen JPEGs. Einen Subfolder
brauche ich da auch nicht. Was ich beim Subname machen könnte, ich könnte jetzt hier zum Beispiel, sagen wir noch, anhängen, so ein Bindestrich for underscore merging. Ich mache jetzt das einfach nur mal als Beispiel, damit ihr seht, was möglich ist. Dann die Output Location, das ist so, wenn ich hier beim Root Folder den Image Folder angebe, dann benutzt er den. Wenn ich möchte, dass es den Folder oder die Einstellungen nimmt, die hier bei Output Location sind, müsste ich jetzt hier Output Location sagen. Dann könnte ich das hier nochmal in einem zusätzlichen Schritt beeinflussen. Dann beim Output Naming habe ich hier noch von einem anderen Prozess was ganz was Komisches drin. Das wird jetzt gleich mal weggelöscht. Und mache dann nur meinen Image Name. Na, komm schon. Hier ist er. Image Name. Ihr seht an dem grauen Kästchen, dass er hier eine vorgewählte Variable nimmt. Und möchte hier meinen Subname, und da gibt es mehrere Subnames, das hier ist der erste, es gibt hier noch einen, beim Output Location sieht man jetzt leider nicht auch nochmal einen Subname, darum nehme ich den nicht, mache dann mein Image Name und gebe noch den Subname an, und ihr seht schon, hier listet es mir zwei Subnames, ich nehme den ersten, drücke Enter, könnte man jetzt vielleicht noch so machen, dass ich den Bindestrich hier einfüge statt hier, mache ich aber nicht gern, weil wenn mal der Subname leer ist, ist dann hier ein leerer Bindestrich drin im Filenamen und das schaut ja nicht ganz so super schön aus. Oder kann einen verwirren, weiß ich nicht was. Und hier seht ihr das Sample, das ist von dem mit dem dicken weißen Rand ausgewählten File, zeigt er an, wie das File dann nachher schlussendlich heißt. Okay, dann habe ich das mal hier. Dann bei den Basic-Einstellungen sage ich, ich möchte ein JPEG, das ist automatisch immer 8-Bit, Qualität möchte ich die ganzen 100%. Wir gehen gleich in den sRGB Color Space, die Resolution stelle ich auf 144 Pixel pro Zoll ein, das entspricht in etwa durchschnittlichen Retina-Display verschiedener Hersteller. Dann Scale Fixed, das bedeutet volles File-Format. Wenn ich hier 100% angebe. Also fix nimmt er einfach die bestehenden Verhältnisse vom Bild. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen 80%, dann wird das eigentliche Bild mit der, von der eigentlichen Auflösung 6000x4000 Pixel entsprechend verkleinert. Open with None. Der Output Naming ist gemacht. Den Job Name können wir hier wegnehmen. Das kommt von ganz was anderem her. Dann zeigt er hier schon mal eine Prozess-Summary an, was es pro JPEG, das er hier exportiert, wird doch 18 MB groß. Und hier zeigt er euch noch an, was im Batch dann selber läuft, aber das seht ihr auch so. Okay, sind wir hier mal fertig. Dann könnt ihr hier noch bei den Adjustments sagen, Respect Crop, das haben wir nicht. Wir machen kein Output Sharpening, kommt alles erst am Schluss. Ihr seht dann nachher auch, wieso und warum. Dann hier Metadata übernehmen alles aus den Annotations und Overlays und Watermark brauchen wir natürlich keine. Gut, jetzt sind wir hier vorbereitet. Ihr könnt natürlich sowas machen für jeden Prozess, den ihr regelmäßig anwendet. Macht ihr sowas und habt dann entsprechend automatisch gleich schon einen fixfertigen Exportprozess zur Verfügung. Gut, dann lassen wir das mal laufen. Und auf geht's. Ja, da zeigt er mir jetzt an, er braucht noch 2 Minuten irgendwas. Und darum halte ich jetzt hier mal schnell die Videoaufzeichnung an und melde mich dann wieder, wenn er fertig ist. Okay, Capture One ist jetzt fertig mit dem Exportieren. Und es ist so, was Capture One nicht macht. Ich habe mir das hier mit meinen eigenen User Collections hier zusammengelegt, da finde ich das schneller, was Capture One nicht macht. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel hergehen, mit der rechten Maustaste auf Bild klicken und dann sagen Show in Library. Und dann zeigt es euch hier
an, wo das drin ist in eurer Ordnerstruktur. Und in diesem Ordner sind jetzt auch die JPEGs drin. Was Capture One nicht macht, ist, dass er automatisch die JPEGs, die es generiert hat, jetzt hier auch hinzufügt. Ihr müsstet also, damit ihr die seht, müsstet jetzt hier mit der rechten Maustaste sagen, rechte Maustaste und Synchronize Folder. Weil mich die JPEGs hier aber überhaupt nicht interessieren, mache ich das ganz anders. Ich gehe hier nochmal auf meinen Export-Zahnrädchen und kann jetzt hier bei File ganz einfach auf den Pfeil hier klicken und bin dann automatisch hier in meinem Folder drin, in das es mir jetzt hier diese ganzen JPEGs reingemacht hat. Jetzt kommt der interessante Teil in Affinity Photo. Ich habe mir hier bereits meine ganzen JPEGs markiert. Dann klicke ich hier auf New Focus Merge. Fix fertig entwickelt, so wie ich die haben will, sind die Dinger jetzt alle. Ich sage hier Add. Dann kommt hier irgendein Unterverzeichnis, die sind hier schon markiert. Pack die Dinger und ziehe sie einfach hier rein. Dann sind die hier automatisch schon richtig ausgewählt und sage Open. Sagt hier nur, es ist ganz simpel, okay. Und jetzt geht Affinity Photo her, lädt alle diese Bilder. Wir haben ja explizit die Focus Merging Funktion ausgewählt. Das heißt, die Bilder ein, also übernimmt die Kategorie, macht es auch und danach wird das gefocus merged. Seht ihr die Foto her und sucht nach dem entsprechenden Schärfe, filtert das entsprechend aus und legt es an. Der Algorithmus ist gar nicht mal so einfach, wenn wir vorher mit dem sehen, weil es ein bisschen so ein Focus-Bild drin, also je wo Schärfe liegt, ist das Blatt ein bisschen bröselt rein. Obwohl eigentlich so die 80 mm Fischerheit ist und ist natürlich beim Fotografieren auf die 85 gleich weit vom Blatt. Ja, ich halte mal die Videoaufzeichnung kurz an und melde mich wieder, wenn das fertig ist. Okay, Affinity Photo ist fertig und habe mir hier jetzt dieses Blatt wunderbar zusammengemerged. Was man jetzt sieht, ist folgendes. Ich habe hier so ein Hallo drin, das macht Affinity Photo leider nicht ganz sauber, weil da fehlt eine Stacking-Methode, wie sie Helikon Unserin anbietet. Das ist nämlich da die Pyramiden-Methode oder wie das heißt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und was ihr machen könnt, ist folgendes. Affinity Photo liefert ja die ganzen einzeln gesteckten Fotos mit und wenn ihr das Stamp-Tool nehmt, also das Clone-Tool, werden die Quellen automatisch eingeblendet. Hier zu oberst ist das fertig zusammengefügte Bild und hier unten sind die ganzen Einzelbilder. Und jetzt ist es so, ich drücke mal hier Command 0, dann springe ich hier wieder auf den ursprünglichen Dings zurück. Zoome ich mal mit Z hier rein und drücke wieder S fürs Clone Stamp Tool. Und jetzt ist es so, ihr seht, wenn jetzt ihr hier klickt, seht ihr immer nur das fertig gemergte Image. Wenn ihr wissen wollt, welcher Bereich das in diesem Bild angezeigt wird, müsst ihr hier unten auf das kleine Auge klicken. Dann seht ihr, okay, das ist dieses Bild, das ist dieses Bild und so weiter. Das pflanzt sich dann so durch und weil das 43 Bilder sind, damit ihr ein bisschen Unterschied seht, muss ich ein bisschen weiter scrollen, seht ihr. So kommt er da schon weiter durch. Ups, jetzt hat es mir hier aus Versehen den Dings ausgeschalten. Das Auge oder was das immer ist, ausgeschalten. Und jetzt ist es wie folgt. Jetzt, wenn ihr jetzt hergeht und machen wir da das Hand-Tool und dieses Hello hier raus haben wollt, dann schaltet ihr euch diese Einzelansicht ein und müsst euch dann im Prinzip
von unten her quasi hintasten und könnt dann mit dem Clone Stamp Tool wenn ihr das Auge wieder ausschaltet, ich mache es jetzt mal ein bisschen größer und mache da mal die Hardness noch ein bisschen anders, könnt ihr mit dem Clone Stamp Tool, ihr müsst euch dann einfach immer das entsprechend richtige Bild suchen, also das wäre jetzt zum Beispiel hier, wäre jetzt das, denkt jetzt mal, hier können wir einen ganzen, doch ziemlich großen Bereich bereits abdecken. Schaltet das ein und wenn ihr jetzt hier mit dem Clone Stamp Tool, ich habe jetzt das auf Opacity 100, Flow 100, wenn ihr jetzt hier mit dem Clone Stamp Tool drüber malt, ganz vorsichtig, da seht ihr, da bringt er so das Hallo weg. Ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr nicht ins Blatt reinpinselt. Upsi. Denn sobald ihr ins Blatt reinpinselt, dann wäre natürlich die Schärfeebene wieder verkehrt. Was man natürlich machen könnte, man könnte beim Flow 30% eingeben, dann passiert da nicht so schnell und nicht so viel was. Ich mache dann hier noch die Hardness von der Brush noch ein bisschen weniger groß und pinsel auch hier diese schwarze komische Kante mit einem 30% Clone Stamp Stempel einfach weg, bis das einigermaßen gut aussieht, weil ihr müsst ja hier nur den Rand quasi korrigieren, den Affinity Photo mit dem Algorithmus, den es verwendet, nicht ganz so sauber erwischt. Und seht ihr schon, ich schalte hier nochmal unten das Auge ein. Wenn ich jetzt hierher gehe und mir nochmal die wirklich scharfen, die wirklich scharfe Ecke daraus suche. Ja, bin ich schon ein bisschen zu weit. Das ist da so schräg. Da sind da tatsächlich zwei Bilder mit inkludiert. Schalte ich hier nochmal ein. Zack. Und mache mir hier, weil hier habe ich aus Versehen ein bisschen eine Unschärfe reingemalt. Und mal hier mit dem Clone Stamp Tool mal ich mir wieder meine Schärfe, die ich versehentlich weggemacht habe, wieder rein an der Ecke. Und dann habe ich mich vorher auch noch verpinselt bei diesem Härchen hier. Müssen wir mal gucken, wo denn das ist, die Schärfeebene von dem ist. Das geht wahrscheinlich über mehrere Blätter weg, also es ist eine relativ diffizile, wenn solche Elemente drin sind, ist das eine relativ diffizile Sache. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Schraube oder eine Uhr oder irgendwas fotografieren würde, dann ist das alles bei weitem nicht so tragisch. Ich schalte hier wieder mein Auge aus und mal hier die Spitze wieder zurück und habe dann hier einen plus-minus sauberen Übergang. Okay, ich drücke H, damit ich dann ein Handtool habe. Und seht ihr, jetzt ist hier oben, ist jetzt mit dem bisschen Pinseln, ist hier das Hallo weg, weil das ja hier ein Tutorial ist, korrigiere ich jetzt hier nicht alles, weil das würde einfach fürs Tutorial zu lang gehen. Ihr seht schon, hier haben wir nochmal so ein bisschen so Hallo drin, so ein Halo drin, und da müsst ihr euch einfach immer das richtige Blatt und die richtige Schärfeebene raussuchen. Kommen wir langsam hin. Ja. Hier, nee, noch eins zu wenig. Noch eins zu wenig. Okay, das sieht jetzt hier schon mal ganz gut aus. Schalte hier mein Clone Stamp Tool ein und pinsel hier
mit meinem 30%, jetzt kann ich das sogar noch ein bisschen kleiner machen, dann komme ich hier besser in die Ecke rein, mit meinem 30% Pinsel mir dieses komische Hallo weg. Mache das auch hier, kommt da nicht so drauf an, weil ich darf einfach nicht in die scharfe Kante reinfahren. Ich darf einfach nicht in die scharfe Kante reinpinseln. Okay. Und ihr seht schon, jetzt haben wir auch hier diesen komischen Halo-Effekt weg. Haben wir hier auch noch ein bisschen was. Clone Stamp Tool, such mir hier das richtige Blatt raus. Ja, sind wir noch nicht so weit. Fast. Okay, ja. Siehst du mal, fast das zweite oder drittletzte. Ich versuche jetzt da irgendeinen Mittelwert zwischen einem Idealwert zu finden, wo mir ein paar Schärfeebenen auf einmal abdeckt. Tippe ich einfach hier, dann schaltet es automatisch wieder zurück. Pinsel hier, mache da meine Brush ein bisschen kleiner. Pinsel hier diese komischen Halo-Effekte weg. Dann mache ich hier draußen die noch ein bisschen weg. Und mit einem 30% Pinsel, das reicht dann eigentlich schon, weil zum Ausgleichen von dem Ganzen, hier haben wir noch ein bisschen was. So, und jetzt sieht es schon sauber aus. Ja, okay. Und schon haben wir unser tolles Blatt. So, jetzt gehen wir zum dritten Teil. Der dritte und letzte Teil des Tutorials, das ist jetzt das finale Aufarbeiten von dem Blatt hier. Und zwar möchte ich hier den Karton, in dem ich das eingeklemmt habe, ich hatte keinen Clip zur Verfügung, möchte ich weggeschnitten haben, dann hier diesen ganzen Empty Space auf der rechten Seite brauche ich auch nicht. Ich mache mir jetzt zuerst mal hier eine Kopie, dann speichere ich das Ganze erstmal ab, und zwar als .af-Fotofile, weil das hat den Vorteil, dass mir da alles erhalten bleibt. Und .af-Foto kannst du riesengroße File-Size abspeichern. Wenn du nur die Metadaten abänderst oder nur irgendwas Kleines, dann ist die Komprimierung viel, 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 viel schneller, wie wenn du ein TIFF oder ein PSD-File abspeicherst. Also es hat einen ganzen Haufen Vorteile. Okay, mache jetzt mal das. Upsi. Das trockene Blatt. Bin jetzt da hier sehr überhaupt nicht kreativ, was die Namensgebung anbelangt. Jetzt habe ich das Ganze mal gespeichert. Hole hier mir mein Crop-Tool und sage jetzt hier, ich möchte den Custom Ratio, und da machen wir, ich glaube, hier kommt 1:1 ganz gut. Jo, habe hier mein Crop, dann fahre ich mal mit dem Ganzen hierher. Das Snap Tool ist eingeschalten und ich denke, so sieht es eigentlich doch relativ fesch aus, würde ich sagen. Crop mir das mal zurecht, ja. Okay, so, was jetzt noch ist Folgendes. Ich habe ja vorher gesagt, schärfen mache ich dann erst im nächsten Schritt. Und das ist so, ihr seht, das ist jetzt zwar hier in 1:1 Pixelgröße, aber da lässt sich natürlich noch was rausholen. Und zwar mache ich das wie folgt. Ich habe jetzt hier mal die normale Kopie gemacht. Speichere das mal hier also komplett ab. Jetzt ist so, Affinity Photo hat ein Tool, das ist irrsinnig gut zum Schärfen geeignet. Und zwar ist das das Tone Mapping. Ich habe mir hier eine Kopie von meinem ureigentlichen Pixel Layer angelegt zum Backup. Dann
benennen wir das gleich mal um nach, nicht Tonal Compression, nach Tone Mapping. Upsi. Mit dem Stift vom Tablet in der Hand lässt sich es einfach nicht tippen. Tone Mapping. Okay, dann gehen wir hier auf das Tone Mapping, die Tone Mapping Persona. Und dann habt ihr hier natürlich jede Möglichkeit, ganz total verrückte Sachen anzustellen. Ihr seht schon hier oben, das kommt von unserer Pinselei. Machen wir aber nicht. Ich habe mir hier mittlerweile selber was angelegt und das ist jetzt hier ein relativ normales Tone Mapping, das ich habe. Ihr könnt hier zum Beispiel, das wäre die Tonal Compression, also wenn ihr hier ganz stark hell-dunkel Unterschiede habt, dann könnt ihr die hier ausgleichen mit diesem Slider. Da brauchen wir aber gar nichts, weil mir passt es so, wie das ist. Und das hier ist der Local Contrast. Das gibt dann diesen, wenn man es übertreibt, diesen ganz grausligen, übertriebenen HDR-Effekt. Also das würde ich hier nur mit äußerster Vorsicht einsetzen. Was jetzt ich hier mache, ich bringe hier einfach so ein bisschen eine Struktur rein. Und was ganz wichtig ist jetzt, wir müssen mal gucken, wie toll das dieses Tone Mapping von Affinity Photo schärft. Ich gehe hier mal auf 100% Ansicht oder sogar noch ein bisschen größer, damit ihr das auf YouTube auch seht. Das ist dieses Detail Refinement. Müssen wir gucken, aus, an. Und das ist einfach super. Ich habe hier mal für mich ausgetüftelt, dass bei 24 Megapixel Bildern, was das ist, dass da ihr beim Radius so um die, also beim Radius ist es so, hier macht er einfach, läuft er Gefahr, dass er in Hallo reinläuft beim Schärfen. Und das ist der Schärfewert selber. Und je nachdem, was er da für Strukturen hat, müsst ihr halt gucken, wie er das macht. Je größer das der Radius ist, umso mehr schärft es euch das Rauschen mit. Wobei er bei dem hier nicht ganz so in diese Gefahr reinläuft. Aber das ist natürlich immer, am besten macht er das immer mit 100%, weil da seht ihr einfach am meisten oder am schönsten, was wirklich passiert. Okay, ohne, mit Detail Refinement. Und das ist dann mit 22% Local Contrast, ohne mit Local Contrast. Ja, da würde ich sagen, da reicht sogar 18%. Okay, jetzt haben wir das Blatt auch wunderbar geschärft. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon. Jetzt könnte ich hier noch sagen, Apply. Und dann das Ganze noch nach Belieben nachbearbeiten. Das Rauschen wegmacht. Ich nehme hier diese beiden Layer wieder weg, dann sieht man das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, dass wir ein Rauschen drin haben. Seht ihr, hier ist ein Rauschen drin. Und jetzt zeige ich euch mal, gehe hier auf das Tone Mapping, weil dieses Rauschen, das ist uns beim Tone Mapping durch das Schärfen und durch den lokalen Kontrast entstanden. Jetzt gehe ich her, hole hier meinen Denoise. Sie nennen das hier Live Filter Layer, den könnt ihr auch hier holen, bei New Live Filter Layer Denoise. Und ziehe mir jetzt hier ganz vorsichtig mein Denoising rauf, auf so, ja, sagen wir mal so 18%, 30%, das sieht schon mal ganz gut aus, weil meine Schärfe, die ich hier habe, ich gebe mir die auf 100% Ansicht, die bleibt mir deswegen trotzdem erhalten. Das macht das Tool also wirklich gut.
Ziehe das hier nach draußen. Schalte hier meine beiden Curves wieder ein. Und habe hier jetzt ein tolles, fertig bearbeitetes Bild und kann das jetzt so sogar quadratisch auf Instagram posten. Ja, ich hoffe, mein Tutorial hier hat euch ein bisschen gefallen und wünsche euch viel Spaß beim Fokus-Merchen mit Affinity Photo. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gut gefallen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Fokus-Merchen wie verrückt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like hier und wenn ihr Lust habt, abonniert auch meinen Kanal, weil ich werde in Zukunft noch das eine oder andere Tutorial auf Deutsch auch statt auf Englisch hochladen. Und wenn wir gerade schon bei Deutsch noch sind, mein kurioses Deutsch müsste man einfach entschuldigen. Ich rede normale Liechtensteiner Dialekt und für uns ist Deutsch halt auch sowas wie eine Fremdsprache, vor allem wenn wir sprechen müssen. Drum sind halt meine ganzen, ja, Anglizismen kann man ja nicht sagen, aber schweizerische Zischen oder Dialektischen, wie auch immer, drin. Und ich hoffe, ihr habt da wenigstens auch noch euren Spaß dran. Anyway, danke für ein Abo, checkt auch die Glocke, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ein neues Tutorial hochgeladen wird. Hey, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bye bye. Damit da kein Missverständnis entsteht oder irgendjemand behauptet, ich hätte was gegen Helikon Focus oder so, das ist natürlich nicht so richtig. Helikon Focus ist ein hochspezialisiertes Programm für Focus-Merging und erledigt die Arbeit, die es zu tun hat, natürlich deutlich besser und schneller, als das Affinity Photo macht. Der Vorschlag mit Affinity Photo war dorthingehend einfach gedacht, dass wenn jemand nicht die 200 oder 300 Franken oder Euro, was Helikon Focus kostet, für das Programm ausgeben will, kannst du das alternativ auch mit Affinity Photo machen. Und Affinity Photo macht es deutlich besser als Photoshop. Zum Beispiel zu zeigen, wie das in Helikon Focus aussieht. Ich trage genau die gleichen JPEGs mal hier rein. Und folgendes, was Affinity Photo anwendet, ist diese Method C, diese Pyramid-Methode. Und die funktioniert mal gut, mal besser, führt aber hier an den Rändern, weil ich ja hier unscharf und mit scharf drüber legen muss, zu diesem komischen Seiteneffekt, den ich vor in Affinity Photo manuell wegpinseln musste. Standardmäßig arbeitet Helikon Focus mit dieser Method B, mit dieser Deathmap-Methode. Und macht es natürlich auch dementsprechend zackig und schneller. Ich könnte mal hier noch einen Blick auf die GPU gucken, wie das ausschaut. Wenn ich jetzt hier loslege und das rendern lasse, dann macht es hier erstens mal eine sogenannte Deathmap, benutzt Vollgas die GPU und durch das, dass hier diese Deathmap-Methode standardmäßig angewendet wird, also ihr seht schon, das geht hier zacken schneller ab, peng, fertig, oder? Entsteht mir hier auch dieser komische Rand, den ich mit Affinity hatte, auch nicht. Oder? Na, will ich da hier reinzoomen, will er nicht so wie ich will, und wenn er mal hier guckt, oder das ist hier natürlich perfekt gerendert, also perfekt Focus-Merged, da gibt es also gar nichts zum sagen, das macht natürlich Helikon Focus mit Abstand deutlich besser, in dem speziellen Fall hier, oder? Weil eben, wie gesagt, diese Pyramid-Methode in dem Fall hier jetzt nicht so gut funktioniert und die halt von Affinity benutzt wird, oder?
wenn ich jetzt einmal hier auf 100% reinzoome, oder? Ihr seht, also da gibt es kein Halo, kein Fringing, keine chromatische Aberration, gar nichts, oder? Und es ist, ich speichere das mal hier ab und mache diese Nachschärferei mit dem Foto hier noch genau gleich und poste dann das auf Instagram. Hey Leute, bye bye.